Hallo und wir sind zurück zu Project Highrise. Gerade zum Tageswechsel, um zu sehen, unsere Einnahmen sind nicht mehr ganz so hoch wie gehofft oder wie sie schon mal waren. Aber die Schulden sind bald mal abbezahlt. Das ist gut, haben wir ein bisschen mehr an Einnahmen. Und ich würde sagen, so gezielt können wir dann auch ein bisschen sanieren anfangen. Falls irgendwer unzufrieden wird, solange sie zufrieden sind, lassen wir es mal so. Und ich würde fast da oben nochmal die Wohnung einrichten. In der Hoffnung, dass da nach und nach doch Leute einziehen. Sind zufrieden, wirken glücklich, mieten gerne oben. Das heißt, ab hier offensichtlich hat es den Bonus, was dann wirklich als oben zählt. Gut, gut. Also zwei Wohnungen noch frei. Ich würde gerne probieren, hier noch das ein oder andere kleine Büro ranpacken. Wir haben immer noch einen rechten Stromüberschuss. Telefon haben wir nicht allzu viel. Vielleicht findet man einfach Mieter, die nicht ganz so viel Bedürfnisse haben, sozusagen. Versicherungsbüro braucht nur Strom. Oh, wen habe ich jetzt genommen? Wirtschaftsprüfer. Wollte ich eigentlich nicht. Geht nicht mal der Strom aus darüber. Gut, gehen wir die Miete gleich mal runter. Ich brauche nämlich Telefon auch. Das war jetzt eigentlich nicht der Plan. Aber gut. Haben wir da hier noch genug Platz? Das wird sich sogar genau ausgehen. Sehr schön. So ein bisschen mehr sollte man einnehmen. Die eine oder andere Wohnung ist ja, glaube ich, jetzt wieder mehr belegt. Jawohl. Da gehen wir mit der Miete etwas runter. So hier, bevor es Beschwerden gibt. Auch wenn ich eigentlich das nicht wollte. Sondern nur... Naja, da bekommen wir nicht allzu viel, aber okay. Lückenfüller. Wird recht teuer nach oben. So, beschweren sich die für einen Aufzug? Nein. Dann ist gut. So, jetzt können wir wieder höhere Kredite annehmen. Ich nehme mal den an. Ja. Müssen wir 200 am Tag zahlen. Dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Das kostet uns schon 24, 25, 26. Aber die bekommen noch ein paar Wohnungen rein. Und ich denke, in die Renovierung stecken wir wieder mal. Bin mir nicht sicher, ob es da bringt, länger zu warten. Theoretisch schon. Weil wenn das runtergekommen ist, weiß nicht, ob das teurer wird mit der Zeit. Muss ich mal schauen. Renovierungskosten 100. Wo ist noch... im schlechten Zustand 100. Ich glaube, man kann das relativ lang rauszögern. Sollte man mal probieren. Ah, geht sich doch nicht aus. Da fehlt noch eins.
Okay, hat aber einen Vorteil. Wir können hier noch was einbauen. Das heißt, wir wären dann immerhin schon auf 15. Noch ein Stockwerk draufsetzen für die 16. Einheit ist vermutlich... Ah, das Äußere fehlt noch. Vermutlich ein bisschen übertrieben. Hier werden wir auf die Seite dann noch ausbauen. So, Strom kann man überall hin. Telefon brauchen sie nicht. Kabel. So, mal vorher die. Ah, Gas haben wir noch nicht im Haus. Wobei, die würden schon wesentlich mehr bringen. Aber Gas nach da ganz außen legen. Mit was ein bisschen zu teuer. Kabel muss da auch raus. Na, bleiben wir im Moment mal noch bei denen. Ist zwar relativ wenig, was wir da bekommen, ich weiß. Da haben wir jetzt aber die genommen, oder? Die etwas besseren schon. So, da haben wir überall Kabel, Strom und Wasser fehlt noch. Wie schaut es denn aus mit den Kapazitäten? 85, irgendwas ausgezogen und wir haben es nicht mitbekommen. Bin mir nicht sicher, warum. So, das heißt, die sind da fehlen uns 1, 2, 3, 4, 5, oder? Heißt, das wird relativ teuer. Fangen wir hier mal an. Nehmen einfach den, der gerade zur Verfügung steht. Ja, die, von denen haben wir relativ wenig. Ich meine, wir haben zwar über die Miete ordentlich erhöht. Machen wir das doch da auch gleich. Da oben wäre das auch spannend mitunter zu machen. Mann, die sind relativ zufrieden, bis zum Teil auf die sanitären Dienstleistungen. So, wir könnten noch einen Kredit aufnehmen. Wenn wir wollen. So, was liegt denn hier? Telefon ist auch da drüben, dann ist im Prinzip egal. Dann nehmen wir lieber die, von denen wir uns eventuell ein bisschen mehr erwarten. So, Strom muss da sowieso hin. Telefon dann sehr wahrscheinlich auch. Okay. 360 brauchen wir da, um das nochmal zu boosten. Gut, dann warten wir einfach mal ab auf den Tageswechsel. Schauen wir, was da finanziell rausschaut. Sehr gut.
gleich wieder investieren. Wobei in dem Fall würde ich fast sagen, bauen wir doch zuerst die Wohnung hier, dann können wir die Aufgabe abschließen. Schaut's denn aus? Kabel sollte noch langen, Wasser vermutlich auch, Strom auch. Ich denke, das passt. Irgendwann wieder ausgezogen. Ist ein bisschen ohne Vorwarnung, kommt mir vor. Wir verlangen relativ viel an Miete, das ja. Das zählt aber auch nicht als Minus, wenn normale Büros ausziehen. Von dem her, glaube ich, lohnt sich schon, die 25% mehr verlangen für eine gewisse Zeit lang. Genau, wenn sie unzufrieden werden, dann werden wir jetzt einfach renovieren. Meine erste Maßnahme. Ach, nicht fertig geworden, okay. Dann schauen, ob es ihnen dann wieder passt. Ja. Die sind ausgezogen, okay. Müssen wir da wirklich mit der Miete runter in dem Fall. So, dann haben wir die nächste Aufgabe gleich geschafft. Man hier die alle ausziehen lassen und gegen größere Büros ersetzen, lohnt nicht, weil die größeren Büros müssen nach oben. Und ich glaube, die werden wir jetzt auch direkt einplanen. So, hätten wir warten können auf morgen. Ich glaube, der Lift zählt sonst jetzt gleich dazu an Kosten. Ich meine, verdienen wir gut, dann passt das. So, Aufgaben. Erreichen Sie ein hohes Ansehen. Frage ist, wie hoch? Was ist hoch? Ansonsten wäre es interessant, weil es einen guten Bonus bekommt. Ich warte mal noch einen Moment. Ich werde jetzt mal das hier starten. Bauen wir mal eines, auch wenn es hier nicht hinkommt. Einfach zum Schauen. Die können wir schon machen, die noch nicht, die auch. Arztpraxen brauchen eine Drogerie. Und die hier mehr Cafés. Okay, aber da können wir den einen oder anderen schon einziehen lassen. Und ich glaube, das zählt auch als... Ja, bauen wir es frisch. Als obere oder als hoch genug oben, weil die wollen ja auch relativ weit oben sein. Da warte ich jetzt noch, vielleicht geht noch ein Tag rum. So, dann füllen wir da noch ein paar Lücken auf. Wer möchte? Buchhaltung. So, Wasser ist, denke ich, das nächste, wo wir einen großen uns leisten werden. Das können wir theoretisch gleich machen. Wobei im Moment braucht man kein zusätzliches Wasser. Vermutlich eher, ja, Telefon definitiv. Das können wir mehr oder weniger pauschal dazu bauen. Da sind wir schon auf 100%. So, da wäre jetzt fertig. Ich glaube, es spricht nichts dagegen, hier noch mit Wohnungen. Ja, maximal das Wasser. Wobei ich glaube, es geht noch. Mal schauen. Jetzt haben wir Wasser. 90%. 36,40. Und die haben eine Nachfrage von, ich nehme an, 2%.
Das heißt, es sollte sich dann noch eine weitere ausgehen. Beobachten wir das mal. So, das ist fertig. Na, 37, nur 1. Okay, dann in diesem Falle kommt da definitiv noch eine rein. Hätte man doch auf morgen warten können. Mit das da oben bauen. Aber im Moment schaut es sehr gut aus. Können wir es uns gut leisten. Okay, dann versuchen wir das doch mit den großen Büros. Haben die irgendwelche sonstigen Bedürfnisse, ist die Frage. Gut, groß ist relativ mittelgroß. Die wollen Strom, Telefon, hast laute Bereiche, übel riechende Bereiche, schätzt Aufzüge. Ja, laut gefällt da niemanden. Von dem her eh fast egal, wer daneben Lift ist. Könnte man natürlich puffern mit irgendwas anderem. So, Wasser plane ich gleich ein, auch wenn wir es hier nicht brauchen werden. Ah, wobei, für die Fachärzte, glaube ich, brauchen wir es. Wenn ich mich richtig erinnere. So, da ist noch nicht fertig. Hier schon. So, das war jetzt kreativ, oder? Die zahlen gut. Möchte einziehen, dann bitte. Nichts fertig genug, dass wir da dazu bauen könnten. Haben wir da rechts die Finanzabteilung. Links die Kreativabteilung. Gut, irgendwer unzufrieden, jawohl. Da lassen wir wieder einziehen. Sparen wir uns wieder mal ein bisschen was. Na komm, das bisschen da. Was wird es kosten, alles zu renovieren? Gar nicht so viel, 1700. Okay. Haben wir ein bisschen was schon geschafft. Da ist der Malus mittlerweile wieder weg. Sind wir auf 6. Sehr gut. So, nochmal kurz zur Erinnerung. Die bauen eine Drogerie. Und die brauchen mehr Cafés. Okay. Ich dachte, wir haben schon eine Drogerie. Täuscht mich das? Kleines Geschäft. Ah, wir haben alles kleine Geschäfte, aber noch keine mittelgroßen. Aber da ist auch keine Drogerie dabei, zumindest nicht auf den ersten Blick. Drogerie. Tatsächlich nicht. Okay. Dann bauen noch einen leeren Lagerraum. Was ist noch das vierte Geschäft? Hier haben wir Handyladen. Ein Lebensmittelmarkt, ein Kiosk.
Ein Blumenladen. Ah, die Drogerie haben wir tatsächlich nicht gebaut. Okay. Lager. Gut, warten wir auf morgen, bis wir das bauen, aber müssen wir eh warten, bis hier alles erledigt ist. Ja, jetzt haben wir natürlich wieder super Geld gespart, dank der Betriebskosten. Die Besenkammer, ah, genau. Ah, fehlt noch eins. Kostet natürlich jetzt relativ viel pro Tag. Sollte man dann relativ schnell mit weiteren Geschäften nutzen. Warum nicht gleich? Gibt es da irgendwas, was dafür oder dagegen spricht? So weit wollte ich gar nicht rausbauen. Bekommt man da Geld zurück, wenn man das abreißt? Nein, okay. Das wird hier sogar hingehen. Sehr gut. So, gehen wir mal zurück mit der Miete. Dass seine Laune wieder ein bisschen steigt. Und dann renovieren wir vielleicht mal alles. Da passt eh nichts rein. Ah, die Kleine würde noch reinpassen. Im Endeffekt, ich denke, mit den teureren Einheiten spart man sich durchaus auch was, wenn man sie weniger oft renovieren muss. Okay, 100%. Da ist er unzufrieden, wegen diversen fehlenden Dienstleistungen. Okay. Mal schauen. Hausmeisterdienste. Mülltonnen sind voll. Ah, die brauchen wir keine Mülltonne, sondern wirklich einen Hausmeister. Schauen wir einfach mal, was aktuell so gefragt ist. Angeblich nichts, von dem wir zu wenig von denen haben. Mit was starb man, ist die Frage. Computer und IT kostet 300 am Tag, Catering auch. Machen wir Computer und IT, ich glaube, das brauchen tendenziell alle. Dem ist wirklich zu teuer, wie scheint. Ich weiß, es wäre effektiver, glaube ich, das einzeln zu machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass immer ewig mit Micromanagement unterwegs. Na, jetzt würde ich gerade mit der Miete runtergehen. Zu spät. Zu wenig Telefon. Okay, Telefon ist jetzt die vierte Box. Bei der fünften tauschen wir dann definitiv gegen was Größeres. Da steigt die Laune wieder. Ah, das war wegen dem Telefon, glaube ich. Ja, das lassen wir mal drauf ankommen. Gut, die Drogerie hätten wir jetzt. Heißt, wir könnten da weitere Büros annehmen. Klingt fast so, als müsste da jetzt ein großes Restaurant hin. Jetzt machen wir auch so viel Einnahmen pro Tag, ich hätte fast das Gefühl, wir können wirklich ein paar mehr Dienstleistungen spendieren. Kommerzielle Druckdienstleistungen. Denen passt's. Ich setze jetzt einfach mal noch eine Etage drauf. Lass noch ein paar einziehen und dann entscheiden wir uns für das eine oder andere.
Und hier würde ich sagen, machen wir noch irgendein mittelgroßes Geschäft rein. Den Lagerraum haben wir. Die Frage ist, ist da genug los da drüben? Na, vermutlich hier besser. Computer und Großelektronik, das klingt nach irgendwas, was wir brauchen könnten später als Voraussetzung. Da oben ist man wieder unzufrieden. Ich glaube, da müssen wir für den Moment echt ein bisschen mit der Miete zurück und wirklich mehr Dienstleistungen anbieten. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob wir da doch Müll brauchen. Für den Fall, dass ja, es heißt zwar Hausmeister, Dienste benötigt. Das würde aber eher heißen, wir brauchen hier irgendwas, oder? Oder Moment, war das nicht? War das nicht das hier? Lagerraum für Hausmeister. 600 pro Tag. Ich glaube, das war das. Bereiten wir das mal vor. Kostet ja ordentlich. Sehe jetzt auch nicht, wie groß es ist. Gut, ich glaube, da können wir trotzdem wieder jemanden nehmen. Müssen wir halt direkt mit der Miete runter. Gehen wir direkt auf 75%. Vorsicht aber bei denen auch. Die wollen noch Cafés, die müssen wir neu ausschreiben. Na, machen wir das. Ich glaube, wir müssen nicht ganz so geizig sein. Habe ich das Gefühl. Heißt kommerzielle Druckdienstleistungen. Gibt's ja ab sofort auch. Dieser Bereich ist laut, zu laut. Vielleicht weil ich drunter jetzt eben hier so ein Versorgungsbetrieb ist, das könnte sein. Da müssen wir jetzt aber damit leben. So, ist uns da glatt der Strom ausgegangen? Kann das sein? Schaut so aus. Okay. Dann baue ich jetzt auf die Schnelle einen kleinen Kasten dazu. Den werden wir dann ersetzen als nächstes gegen den ganz großen. Sind doch kommerzielle Druckdienstleistungen, oder? Habe ich da was falsch gemacht? Gut, im Prinzip ist ihnen nur zu laut. Vielleicht langt das, dass wir normalen Preis verlangen können. Die wollen noch Hausmeisterdienste. Gut. Werden wir es dann auch noch kümmern. Zumindest ist es nicht mehr ganz so viele Minuspunkte. Okay, sehr schön. Zwischenstand. Apartment haben wir fast geschafft. Dann brauchen wir nur noch Büro. Ich glaube, Apartment können wir relativ leicht auffüllen, wenn wir hier noch ein bisschen raufziehen. Büro wäre sowieso gefragt, dass wir hier noch welche unterbringen. Das heißt, da noch 5 mindestens rausbauen. 3 haben wir da schon. Bereiten wir das mal langsam vor.
Gut, ich denke, da oben noch ein paar große Büros rein. Schauen wir, dass wir eventuell die Aufgabe schaffen. Wir können immer noch eine annehmen für Vorschuss. Ich glaube, das nehme ich jetzt noch an, einfach weil es mich interessiert, auf wie viel wir da rauf müssen. 25 und Außenstatuen, okay. Das ist doch relativ hoch. Aber passt. Gut, dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.